Perpetual growth in a finite environment is tantamount to suicide. And ultimately, that's what we're doing. We're slowly suffocating ourselves from ourselves. What has sustained us for 300,000 years or so is no longer applicable. And I think that's really ultimately what people really wrestle with. That's what's very difficult, because we, first of all, we rebel against that, and then we choose to deny it because we don't want to face those realities. And then if we face those realities, we tend to ignore them because they're inconvenient. And ultimately, we continue to perpetuate the cycle that got us in the mess in the first place. Zum anderen denke ich, dass wir, die wir so einen privilegierten Lebensstil genießen, auch die Verpflichtung haben, ein bisschen was zurückzugeben und unseren Erkenntnissen gemäß eben zu handeln. Aber abgesehen von diesen eher altruistischen Motiven denke ich, dass jeder Mensch in dieser Szene, wenn ich sie mal so nennen darf, auch egoistische Motive hat. Ich strebe wie wahrscheinlich alle Menschen nach Glück, und ich kann nur bedingt glücklich sein, wenn ich weiß, dass wir unsere Lebensgrundlagen vernichten und dass unser Lebensstil die Ursache dafür ist, dass andernorts die Menschen im Elend leben oder gar sterben. Und so ist es auch eine sehr egoistische Motivation, die mich bewegt, denn ich möchte da ein bisschen was ändern. Der entscheidende Impuls in Richtung Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht ein zweigeteilter Impuls. Der erste Teil ist nach wie vor, da glaube ich ganz fest dran, dass Konsumenten ihr Verhalten verändern müssen, also nicht nur im tagtäglichen Lebensstil, sondern tatsächlich im konkreten Konsum. Gehört nach wie vor viel Aufklärung dazu und auch aus Unternehmenssicht sozusagen eine gewisse Verantwortung, aber der alltägliche Konsum ist eine sehr entscheidende Richtung. Der andere, zweite Aspekt ist die Politik. Wenn die sich nicht einigen und sich committen können auf bestimmte Gesetze und Regelungen, sowohl national als auch international, dann wird es auch schwierig werden. Also diese beiden Aspekte sind aus meiner Sicht sozusagen die Säulen, die zusammenspielen müssen für eine tatsächliche Veränderung. Ich denke mir, Politik, so wie sie jetzt betrieben wird, hängt natürlich von Lobbyinteressen ab und führt dann letztendlich zu ziemlich substanzlosen Entscheidungen. Wenn wir sagen, warum handeln wir nicht, dann ist ja schon mal die erste Frage ungeklärt, wer ist eigentlich wir? Wer sind die Akteure von Nachhaltigkeit? Ich kann Akteur von Nachhaltigkeit in meinem individuellen Leben sein, in meinem Lebenskontext, aber bei der Politik geht es dann ja schon los. Welche Möglichkeit hat heute Politik nationalstaatlich überhaupt zu gestalten und tatsächlich Gesetze zu erlassen, die zum Beispiel begrenzte Ressourcen schützt? Die Möglichkeiten sind sehr gering. Wir sehen bei den Klimaverhandlungen, dass nationalstaatliche Egoismen immer stärker wirken als ein gemeinsames Eintreten für ein gemeinsames Erbe der Menschheit oder gemeinsames Erbe der Natur. Das ist nicht vorhanden auf dieser Ebene. Das Problem ist heute, dass wir in einer konzerngesteuerten Globalisierung Akteure bestimmen lassen, die keine Interessen vertreten, die das Wohl der Menschheit oder den Erhalt der Natur im Hintergrund haben, sondern es ist das Interesse der kurzfristige Profit. Und das ist das ganz große Problem, mit dem wir es gerade zu tun haben, weil die Argumentation, dass Wirtschaftswachstum immer auch gesellschaftlichen Wohlstand mehren wird, die lässt sich heute nicht aufrechterhalten, die hat sich noch nie in dieser Form aufrechterhalten lassen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass das ökonomische Wachstum abgekoppelt ist von einer ökologischen Zerstörung, dass aber die Zusammenhänge direkt ineinander greifen. Und das ist im Grunde genommen die Dramatik der derzeitigen Situation. Und wir möchten mit Zukunftswerk andere Akzente setzen, gerade auch wirtschaftlich, was für uns bedeutet, wir wollen wenig bis kein Wachstum. Wir möchten eigentlich keinen Konkurrenzdruck aufbauen und wir möchten auch keine Profite erwirtschaften, sondern wir möchten für unsere Arbeit ein faires Entgelt und möchten mit anderen zusammenwirken, um eben unsere Ziele nachhaltige Entwicklung zu realisieren. Wenn wir das schaffen würden, also eine Welt ohne Wachstum, eine Welt ohne Zinswirtschaft, eine Welt mit Geld, was ein Verfallsdatum hat, dann sind wir auf einem guten Weg.
Aus meiner Sicht ist es auch wichtig, dass Nachhaltigkeitsthemen immer greifbarer werden, also über viele Generationen hinweg, und dass auch junge Leute sozusagen an das Thema schon rangeführt werden. Es gibt ein sehr schönes Projekt, was ich auch betreue, das ist Viva Con Agua. Die sammeln Spenden für Trinkwasserprojekte oder für Wasserprojekte in der ganzen Welt. Es nennt sich auch WASH, Wasser, Sanitär, Hygiene. Und da gibt es ganz viele verschiedene Aktionen. Es gibt Kunstprojekte, es gibt Konzerte, es gibt Bildungsaktionen an den Schulen, sodass wirklich junge Menschen schon von früh mit diesem Thema konfrontiert werden. Und gleichzeitig werden durch diese Aktionen immer Spenden gesammelt und dadurch können Projekte umgesetzt werden und tatsächlich was bewirkt werden. Die Papierindustrie hat doch verschiedene Bereiche, die Umwelt betreffen. Und dann haben wir eigentlich nur ganz banal uns gesagt, wir werden mal alle Umweltbereiche anpacken. Das sind die vier Säulen unserer Umweltcharta. Und haben die beleuchtet und haben die eben auch mit Fakten hinterlegt, sodass für uns jetzt die Umweltcharta eben ein Standard ist, den wir für uns auferlegen und der auch eine Qualität hinsichtlich der Umwelt für unsere Kunden dann darstellt. Also unser primäres Interesse ist gar nicht so sehr die CO2-Neutralität, sondern das Idealziel ist, CO2-frei zu sein. Und da sind wir schon einige Schritte vorangegangen. Wir haben Wasserkraftwerke, die eben keine Emissionen haben. Oder wir haben zum Beispiel Prozesse, wo wir Abwärme haben und dort eben quasi auch umsonst die Energie dann geschenkt bekommen. Und danach sollte man meines Erachtens trachten, nicht nur die CO2-Neutralität, sondern schlicht und ergreifend Prozesse, die CO2-frei sind, hinzubekommen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass Wirtschaft viel kleinteiliger wird, als sie jetzt ist. Das heißt also viel verhafteter in regionalen Strukturen. Das heißt auch da, dass also so diese Surplusproduktionen einfach aufhören und man tatsächlich für die Bedürfnisse der Region arbeitet, dafür auch gerecht entlohnt würde. Und das wäre eine Vision, wo wir auch tatsächlich jetzt schon ein bisschen hinarbeiten. Wir verstehen uns als regionaler Druckpartner, also als Partner für die Region. Wir akquirieren nicht deutschlandweit, wir akquirieren nicht europaweit, sondern wir haben einen relativ engen Radius und den wollen wir bedienen. Und das, denke ich mir, wird auch eine Wirtschaftsform der Zukunft werden müssen. Eine nachhaltige Zukunft ist, glaube ich, nicht zu machen, wenn wir weiter in einer globalisierten Maximierungsökonomie wirtschaften, sondern eine nachhaltige Zukunft geht praktisch nur, wenn wir dezentralisieren, deregulieren in Bezug auf die Entgrenzung, wenn wir re-regionalisieren, die Produktions- und Konsumkreisläufe wieder stärker schließen und wieder stärker zusammenbringen, wenn insgesamt natürlich weniger konsumiert wird, weniger Fläche verbraucht wird, also ein weniger, was dann aber im kulturellen Sinne zu mehr gemacht wird. Ich glaube fest daran, dass immer mehr Menschen erkennen, dass es ein besseres Leben gibt und dass dieses bessere Leben einen nachhaltigen Lebensstil voraussetzt, also einen ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortungsvollen Umgang mit all unseren Systemen. In 10 Jahren wäre es unser Wunsch, mein Wunsch, dass wir umwelttechnisch, um mit dem anzufangen, unsere Firma in allen 4 Disziplinen, die unsere Umweltcharta angehen, einfach noch 1-2 Schritte weiterbringen. Das wird harte Arbeit, aber da sehe ich einfach noch Potenzial, dass wir einiges erreichen können. Sei es den Wasserverbrauch, sei es die Energieeinsparung, sei es die Energiegewinnung und auch die Abfallverminderung. Der Treiber für mehr Nachhaltigkeit in Zukunft ist wahrscheinlich derselbe, der eine nicht nachhaltige, entgrenzte Entwicklung getriggert hat. Das ist das Erdöl. Das sind quasi die fossilen Energien. Die werden jetzt knapp und die Knappheit wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass so etwas wie eine industrialisierte Landwirtschaft, die ja komplett auf Erdöl und auf billiges Erdöl angewiesen ist, Pestizide ist ja ein Erdölprodukt, genauso wie Kunstdünger auch, dass eben solche Irrsinnsentwicklungen, wie wir sie in einer industrialisierten Landwirtschaft haben, möglicherweise zurückgefahren werden und dass die
Schätze, die auch in der regionalen Vielfalt liegen, sehr viel stärker wieder zum Vorschein kommen werden und auch wieder in Wert gesetzt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, also im ökonomischen Sinne des Wortes, auch wieder in Wert gesetzt werden. Das sind Dinge, die ganz stark durch die Entwicklung auf den Rohölmärkten bestimmt sein werden. Ein wesentliches Werkzeug für die Jugend, die sich jetzt zusammenschließt und die Dinge ändert, ist meines Erachtens die IT, die grenzenlose Verständigung, Kommunikation, Information ermöglicht. Und ich erwarte da noch Großes. Und ich kann persönlich die Jugend nur ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Es macht mir großen Spaß zu sehen, wie WikiLeaks sich formiert, die Welt ändert, wie Anonymous die Welt zum Teil erschüttert, wie Occupy die Welt in Atem hält und wie all diese Bewegungen an unseren Grundfesten rütteln und viele alte Dinge, die wir nicht mehr brauchen, einfach über Bord wirft. Ich glaube, was mich zentral begeistert oder motiviert, sind Menschen, die, ob das jetzt aus dem Bereich Nachhaltigkeit ist oder auch aus dem Bereich Musik, wo ich oft bin, die an etwas glauben und die einfach dranbleiben. Und das kann manchmal ein Straßenmusiker sein, der sich 5 Jahre durchkämpft oder eben auch jemand, der ein soziales Projekt entwickelt und 5 Jahre hört ihm keiner zu und plötzlich taucht er irgendwie in der Öffentlichkeit auf. Also solche Menschen sind diejenigen, die sozusagen mich begeistern. Nachhaltiges Handeln, nachhaltiges Leben ist eine persönliche Bereicherung. Das werden aber nur diejenigen verstehen, die bereit sind, sich darauf einzustellen. Wer sich also vom Konsumwahn und der medialen Totalverblödung verabschiedet, wer das Privileg hat, ökonomisch, ökologisch und sozial seinen Überzeugungen gemäß zu handeln, wird eine völlig neue Lebenserfahrung machen. Er wird nämlich feststellen, dass er zum Leben weit weniger braucht, als bisher angenommen. Und wer das tut, wer es versucht, wird Dinge gewinnen, die immateriell sind, aber von unschätzbarem Wert. Für mich die wichtigsten sind Zeit und Ruhe. Beides tritt ein durch Entschleunigung und den Verzicht auf Überflüssiges. Und das ist für mich eine unglaubliche Bereicherung und Teil meines persönlichen Lebensglücks. My vision for the future encompasses a complete re-examination of our modes of existence. We obviously are not sustainable in the way that we live. The planet is too small for the way in which we behave. We consume too much, there are too many of us, and we live within a finite environment. Against that backdrop, we are exponentially growing in demographics. Our population is twice the numbers that it was when I was born. We live almost twice as long as we did 100 years ago. So effectively, we've doubled whatever that amount of people are, and we still exist within a limited environment. And our footprint is such that we're actually threatening the very ability of this planet to actually provide for us. So the trend is descending right now. It doesn't look good, but we've been able to mobilize in the past in ways that have been very inspirational. We have the intellectual acumen and the intellectual resources to really activate a program of change. The real issue and what's missing is a commitment to doing so. And unfortunately, there's no silver bullet for that. It's something that will ultimately begin at the people level. People have to make that change. And it won't be governments, because governments will only really do what the people want at the end of the day. They just want to be re-elected. And business leaders will sell what people ask for, and they'll stop selling what they don't want. So it really comes down to a personal accountability. And sadly, in a sense, that responsibility begins with every one of us.